Tern mischt jetzt auch mal im großen Fahrradbereich etwas auf und bringt ein nicht faltbares Adventure-Cargo-Bike raus mit 27,5 und 29 Zoll Reifen. Das Ganze gibt es dann wie hier mit den super fett Reifen im 4 Zoll Durchmesser und dann in dem 29 Zoll Bereich mit 2,5 oder 3 Zoll Durchmesser mit der Rolloff-Schaltung. Hier ist jetzt verbaut die 12-Gang-Kettenschaltung von Shimano, 1x12 die Ohre-Schaltung, die man dann über die gewohnte Pistolengangschaltung schalten kann. Und so hat man dann ein Adventure-Cargo-Bike, wo man durch jedes Gelände durchkommt, aber immer noch eine zusätzliche Gesamtlast von 210 Kilo hat. Die teilt sich auf 100 Kilo auf dem neuen Atlas X-Rack zusammen mit den neuen 72 Liter Paniertaschen. Vorher gab es ja sonst immer nur 52 beim GSD. Und vorne einem neuen Rack, der zusätzlich noch mal 40 Kilo tragen kann. So könnt ihr dann vorne wie gewohnt eure Ortliebtaschen dran machen mit jeweils 23 Liter. Obendrauf noch mal eine Kiste Wasser, Kiste Bier etc. Und hinten sämtliches GSD-Zubehör benutzen, das obendrauf geschraubt wird. Ist also euer Clubhaus, ist euer Captain's Chair, ist euer Shortbed Tray. Da habt ihr die gewohnte Möglichkeiten, die werden einfach wieder hier oben drauf geschraubt. Das Einzige, was sich ändern wird, sind unten die Sidekick Lower Decks. Das sind jetzt neue geworden. Die werden da richtig reingebolzt und sind dann aber auch im Winkel verstellbar. Den kann man dann auf der Gegenseite einfach mit einem Stift einstellen. Der sichert das gesamte System und danach lässt sich der Winkel einfach anpassen. Hat den großen Vorteil, wenn eure Paniertaschen leer sein sollten, ihr kommt gerade vom Einkaufen zurück, alles ausgeladen, ihr wollt nochmal eine Runde drehen, könnt ihr die gesamte Tasche einfach falten, unter den Lower Decks verstauen, dass diese auch nicht mehr rumflattern. Ansonsten bietet das gesamte Rad, sowohl das 27,5 S12 als auch das Rolloff-Modell, 800 Wattstunden pro Akku. Also insgesamt 1600 Watt, wenn man beide Aufnahmen jetzt benutzt. Das ist hier die erste Aufnahme voll. Die zweite würde sich hier in dieser mitgelieferten, ähnlich wie die Glovebox von Tern, anbieten. Da hätte man also den zweiten Akkuslot und dann mit jeweils 800 bzw. 725 Watt hat man dann schon ordentlich Reichweite. Insgesamt bis zu über 300 Kilometer Reichweite. Natürlich je nachdem, in welcher Stufe ihr fahrt. Die könnt ihr einstellen über das gewohnte Bosch Generation 3 System. Also hier mit dem neuen, mit der neuen Schaltung am Daumen. Über die gewohnten Stufen Off, Eco, Tour. Hier jetzt besonders E-Mountainbike und Turbo. Der Scheinwerfer ist jetzt der Ignis geworden. Der hat fette 700 Lumen, ist also im normalen Abblendlichtmodus für Stadt sehr ausreichend. Da seht ihr alles, werdet auf jeden Fall gesehen. Und für Offroad habt ihr dann immer noch die Fernlichtfunktion. Also hier eine vergleichbare Ausstattung wie sonst beim GSD Rolloff. Hier aber bei sowohl dem S12 als auch bei dem R14 Modell vom Orox. Orox ist ja bekanntlich ein Ochse und es ist auch ein richtiges Zugtier. Mit dem neuen CX-Motor der Generation 3 haben wir da 85 Newtonmeter. Ist also ein richtig starkes Tier, was gezügelt wird durch die Vierkolben Magura-Scheibenbremsen mit 203 mm Rotoren, dass ihr auch wirklich zu jeder Zeit stoppen könntet, wenn ihr es denn wollt. Auf der Straße halten euch dann die fetten 27,5x4 Zoll Ballonreifen, die einen Mindestdruck von 1,7 bar haben. Also die könnt ihr richtig weich fahren, um auch überall Grip zu haben. Da kommt ihr auf jeden Fall durch jedes Gelände, über jede Straße, über jede Treppen rauf und runter.
Das Orok sowie schon GSD und HSD lässt sich auf den Gepäckträger senkrecht hinstellen, um in der Garage Platz zu sparen. Hier könnten wir jetzt ganz genau sehen, der neue Atlas XL Kickstand. Der ist nicht wie beim GSD fest arretierbar, aber hält das Rad trotzdem super sicher an Platz und Stelle, wenn ihr eure Kinder oder eure Einkäufe ein- und auslädt. Aber genug gelabert, fahren wir es mal Probe. Ja, wie ihr schon gesehen habt, das R14-Modell, davon sind wir jetzt auch schon gefahren. Hier statt den richtig fetten Reifen noch human gewählte Felgenbreiten. Da natürlich auch schon auf gröbere Fahrradwege, auf Gravel eingestellt. Aber mit dem 27,5 kann man natürlich ganz andere Feldwege fahren, wenn nicht sogar schon direkt über den Acker. Fahren sich beide hervorragend. Bei den 29 Zoll Rädern bin ich natürlich eher beim normalen Fahrradfahren. Die Wege, die ihr kennt, zum Einkaufen, zur Kita, wenn ihr die Kinder wegbringt. Und wenn es richtig in die Walachei geht, volle Lotte mit dem breiten Reifen. Dass die Räder das auch im Dauergebrauch aushalten, hat die EFBE bestätigt. Die haben beide Räder den berüchtigten Tri-Test durchzogen, dass auch der Rahmen auf gar keinen Fall nachgibt und alle Komponenten soweit für den Gebrauch auf Gravel und Offroad gebaut sind. Auch jetzt zum Marktstart schon heißbegehrte Orok mit dem R14 ist jetzt schon wieder auf Tour. Ansonsten kann ich nur noch sagen, fahren sich hervorragend. Ich kann es kaum erwarten, die in unserer heimischen Art zu testen. Und dann vorbestellen könnt ihr die Räder über die Links unten in der Videobeschreibung auf unserer Webseite und alles weitere folgt natürlich einem ausgiebigen Produkttest, sobald wir die Räder bei uns im Mahl haben. Da könnt ihr die Räder natürlich dann auch vor Ort testen. Und dann sage ich schon bis zum nächsten Mal und tschüss.